Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3.48 und einen halben Tag. Tag 299 Zora. Warum heißt das Tag Zora? Das will ich jetzt wissen. Wenn du Zeit zum Trübsalblasen hast, hast du auch Zeit zum Arbeiten. Konzentrier dich, Roxas. Nein, es ist zwar logisch, dass wenn man Zeit für was anderes hat, auch Zeit hat, aber nur für das eine. Man hat dann aber keine Zeit für das andere. Und warum Schampfling besiegen? Mein Gott, das ist viel zu einfach. Nächstes gibt es eine Gleiterstufe plus, aber keine Komponente D oder ein Mithril. Verdammt. Henny wollen Mithril. Und ja, die sind jetzt hier. Und da ist ein türkischer Marsch, die kennen wir ja von hier. Ja. Ich fliege wieder automatisch. Interessant. Wo gehe ich hin? Ich muss dahin. Hier hin. Verdammt. Karte verwirr mich nicht. Ja, wir sind jetzt zum ersten Mal auf dem Schiff. Können aber nicht hier durch. Dafür. Ja, dafür können wir fliegen. Und türkische Marsch aufs Maulhorn. Ich meine, ich liebe dieses Schwert, das hat auch voll. Ja, das packt mal rum. Voll die derbe Reichweite. Dicker Händler, du bleibst hier. Bleib hier, dicker Händler, bleib! Oder Spezialhändler, bleib hier! Du solltest hier bleiben. Dass die immer so herumrennen müssen. Aua, das tat weh. Jo, das hat noch getroffen durch diese derbe Reichweite. So. Wo sind hier noch bitte Schattenklängen? Ja, die muss man erstmal suchen. Das finde ich super. Schattenflecken. Ahoi. Wo seid ihr? Das Schiff, dass das Schiff immer so aufblinken muss und dann verschwindet. Mein Item, mein Item, mein Item. Leuchtkristall. Ach du meine Güte. Wo sind denn hier noch Schattenflächen? Erstmal im Ebel. Moment, da war doch immer noch eins, das ich noch nicht eingesammelt habe auf der anderen Seite. Habe ich nicht recht? Oder hat sich es eingesammelt? Ich habe gerade keine Ahnung. Habe ich es eingesammelt? Habe ich es eingesammelt? Anscheinend habe ich es eingesammelt. Egal. Verwirr mich nicht. Wo war jetzt der Eingang? Oh Gott, Karte, du verwirrst mich heute irgendwie. Da geht's rein. Meine Güte! Ja, erstmal gibt's so ein Blasenbeat. Blasenbeat, was ist das für ein Name? Okay, stimmt. Und dann gibt's noch ein Blasenbeat. Wow! Wirklich einfallsreich hier, Leute. Puh, diese Y-Kombo mag ich irgendwie. Ich mag das Schwert mit diesem, was wir vorher hatten. Aua. Aua! Jetzt weiß ich, warum du Blasenbeat heißt. Hör auf dich zu heilen. Hör auf dich zu heilen, willst du wohl? So. Warum hast du nicht auf den eingeschlagen? Weil hier etwa noch einer ist. Nein, weil du den Schattenfleck anvisiert hast, oder? Ach, diese Y-Kombination zieht einfach schön was ab. Und es wäre auch gut für diese. Im letzten Part bei diesen mega vielen mega Schattenleuche gut gewesen, weil dann hätte ich alle auf einmal so angegriffen, dass sie mich nicht angreifen hätten können und dann Friede Feuereierkuchen, aber nö, die mussten mich ja voll eigentlich schon töten. Nur naja, hier war nur ein Schattenflecken drin. Wo sind die ganzen anderen? Oder gibt es hier nicht alle auf dem Schiff? Schattenfleck. Schattenflecken. Dann nicht. Wo sind denn hier sonst noch Schattenflecken? Es geht ja noch weiter nach oben. Ah, interessant. Aber nicht mehr allzu weit nach oben, ne? Das tat weh.
bist verschwunden, unnötig, du tauchst nämlich wieder auf. Hey, 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 flieg, flieg! Boah, verdammt, auf mich so zu erschrecken. So, dann ist hier noch ein Schattenfleck. Und wo sonst noch einer ist? Ich hab keine Ahnung. Ich hasse es sowieso, hier Schattenflecken zu suchen. Da ist keiner. Hier oben ist auch keiner. Ist auch keiner dran? Wo sind denn hier noch Schattenflecken? Ein Schiff, es würde mir einen sehr großen Gefallen, du würdest mir einen sehr großen Gefallen tun, wenn du aufhören würdest zu blinken. Jetzt mal ehrlich, hier sind doch keine Schattenflecken mehr. Gehen wir wieder. Vielleicht sind ja hier noch irgendwo welche. Auf jeden Fall gibt's ja erstmal sowieso Kisten. Die habe ich beinahe schon vergessen. Und? Zenithkristall. Nichts. Ah, Schattenflecken. Schattenflecken. Irgendwo ist sowieso noch ein Tübi. Oh, zwei Tübi. Aber ich werde die Leiste sowieso nicht, glaube ich, vollkriegen, weil sowieso da ist. Hey, alle Schattenflecken in einer Kette und dann bist du vielleicht gut und hast hier super Bonus und so, aber. Nee. So gut bin ich nicht. Jetzt müsst ihr auch wissen, wo die ganzen Schattenflecken sind. Oh, ein Vigra-Rezept. Sonst sehe ich hier auch keine Schattenflecken. Naja. Und diesmal habe ich wirklich vergessen, auf die Uhr zu kommen. Verdammt! Dann gehen wir jetzt einfach zurück. Früher hätte ich das noch 100% irgendwie getan. Alles aufsuchen. Ach, Isa. Bist du sicher, dass wir bei Shion und Roxas die richtigen Maßnahmen ergriffen haben? Ich muss zugeben, Shion weicht von unseren ursprünglichen Plänen ab. Aber ihre Unberechenbarkeit hat auch einen interessanten Nebeneffekt. Ach ja. Wir wollten den Schlüssel. Shions Nähe zu Roxas gab ihr Macht darüber, genau wie wir gehofft hatten. Wenn das alles gewesen wäre, hätten wir einen großen Erfolg gefeiert. Aber dann begann Sora, sie durch Roxas zu formen und verlieh ihr ein eigenes Bewusstsein. Ich war bereit, das gesamte Projekt abzubrechen. Dann erkannte ich, dass Shion Soras Erinnerung gefangen hielt, weil sie glaubte, es wäre ihre eigene. Schluck auf Scheiße. Oh Gott. Wenn sie in Roxas Nähe bleibt, wird Sora nie erwachen. Ich verstehe. Und was hast du mit dem schwarzen Hochstapler vor? Ihn von Roxas fernhalten. Aber er ist gut für Shion. Das perfekte Mittel, um ihre Identität zu zementieren. Dann sind wir jetzt wieder auf Kurs. Ach ja, wer Kingdom Hearts 2 gespielt hat, kennt das. Die Rico kennen, werden sich sicher fragen, hey, warum hat er eine Augenbinde um? Und hey, das werdet ihr noch erfahren. Rico, was soll ich tun? Die Wahrheit sollst du tun. Du bist, was du bist, und du hast dadurch eine Aufgabe leider bekommen. So, zwei Vigra-Rezepte. Gut, mich interessiert in diesem Fall sowieso nicht, wenn es keine Komponente D sind. Nur die Feldvergeber. Tagebuch 300, Abschluss. Erstmal Tagebuch wieder. Tag 299, Sora? Semnas hat mir erzählt, dass Sora eine Verbindung zwischen Shion und mir sei. Was soll das sein? Die Person in Rot vielleicht.
Naja, wie dem auch sei, haben wir, ich glaube, ich lasse trotzdem das Gefahrenmod. Gefahrenmod, war das? Das Gefahrenmod? Oder so. Drin. Und jetzt hatten wir ja, ja schon nur. Ah. Das würde da reinpassen, aber dann würde das da nicht mal reinpassen und dann haben wir hier noch einen Zweier frei. Nö, sei nicht irgendwie Endlimit wieder raus. Ach, ich nehme das raus. Du kommst. Moment, ich musste. Na, du kommst erstmal hier hin, das ist schön. Verdammt, du kommst dahin. Oh, verdammt, das geht ja nicht. Was wollte ich? Ach, genau, ich wollte die Luftgrätsche dahin tun. Ich dachte schon, da passt das dumme Ding doch nicht hin. Was baue ich mir wieder für Scheiße zusammen? Fehlt doch trotzdem noch einer. Wollt ihr mich verarschen? Und ich fliege halt wieder raus. Dann nutze ich sowieso nicht. Oh, jetzt weiß ich, das muss ich auch erstmal wieder rausziehen. Oh Gott, was brauche ich jetzt zusammen? Oh Gott. Verwirr mich nicht, bitte. So. Sportfreund. Ja, auch noch gut. Passt nur leider gerade nirgends rein. Okay. Sportsfreund nicht. Luftgrätsche kommt später noch mit Stufe Plus. Und sonst blocken. Haben wir nicht noch eine größere Blocktafel? Nein? Was zur? Okay. Daneben kein perfekter Block. Oder was auch immer. Ja, genau. Sondern ein runder Block. Wenn wir blocken, auch Angriffe von hinten. Und nicht Autoblock. Die würde ich nur gerne mit einer anderen Verbindung reinnehmen. Schade, schade. Und sonst die Engine mit erstmal wieder rein. Ey, ja, danke. Und das war's auch. Was ist das? Jo. Wir haben aber kein Vikram mehr, das ist gerade ein bisschen egal. Ah, schon mehr Stufe hätte ich gerne noch eine von. Ey, Moment mal. Welchen Ring habe ich jetzt eigentlich drin? Erfahrungsring-Bonus. Weiß nicht, soll ich den drin lassen? Dann 18 Abwehrkraft finde ich nicht sehr wenig. Vollring ist schon 6 mehr und Widerstand gegen alle Elemente. Ring des Regens, Angriffskraft, Abwehrkraft ist weniger im Blitzabschluss. Ich meine, das würde mir schon mehr gefallen, weil ich mehr Angriff habe, im Blitzabschluss und, naja, Abwehr ist zwar weniger, aber. Ja, komm, Vollring einfach mal rein. Haha, Anti-Licht, Anti-Licht schon 60%. Anti, was weiß ich. Alles Anti halt. So, dann würde ich sagen, gehen wir trotzdem schon in die nächste Mission rein, nachdem ich schon mal nochmal abgespeichert habe. Ja. So. Komm, mach hin. Danke. Und los geht's. Ja, 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 ich bin bereit, ich bin bereit. Den Phantomschwanz. Warum haben wir jetzt voll etwas wieder... Stufentrippler! Yes! Dann muss ich wieder aufräumen mit Tafel. Scheiße. Naja. Ja, aber es gibt mir Träger, davon brauche ich jetzt zwei. Sofort, sofort, sofort. Und Komponente D, was es hier nicht gibt. Aber warum sind wir wieder in der Welt von Peter Pan? Und dieser Part wird, glaube ich, wieder etwas länger. Verdammt, ich sollte nicht so lang machen. Ich kann aber gerade nicht anders. Ich muss spielen. Das ist das Schiff. Erwischt! Da sind diese Kerle. Habe ich dir endlich die Flügel geschützt, was, Naseweif? Weif, genau, weiß. Das ist dafür, dass du dich ständig in meine Angelegenheiten einmischst. Du wolltest wohl meine Schatzjagd sabotieren. Tja, Planänderung. Oder wie auch immer ich seine Stimme gemacht habe und so. Smee, wir kehren zurück zum Schiff. Oder zum Schiff zurück. Ist doch scheißegal. Bin direkt hinter Ihnen, Captain. Sieh an, Fräulein Naseweiß. Jetzt sei eine gute kleine Fee, okay? Eine gute kleine Fee ist frei.
Und by the way, warum konnte Oxus eigentlich ohne diesen Staub und so das letzte Mal fliegen? Keine Ahnung. Nase weiß? Heißt sie so? Ah, sie haben sie erwischt? Hinterher! Ich muss ihr helfen. Aber sie hat eigentlich nichts mit der Mission zu tun. Na und, ich gehe. Sie hat mir immerhin geholfen zu fliegen. Und ich habe sie verjagt. Ich kann mich um die Mission kümmern, wenn sie in Sicherheit ist. Also, ab zum Chef. Wie viel? Es gibt keine Schatzkisten. Wollt ihr mich verarschen? Und ich kann jetzt nur normal fliegen. Noch mehr verarschen? Es gibt keine Schatzkisten, kein Abzeichen. Ihr wollt mich verarschen. Kann's sein. Hey! Auf dich da immer runterzumachen. Zum Ich kann nicht reden. Zum Klabautermann mit dieser nutzlosen Karte! Aber Captain, sind Sie sicher, dass Sie sie zerreißen wollen? Wir haben sie doch schon überprüft. Sie sind wertlos. Wenn Sie das sagen... Kurs setzen, Herr Smee. Auf zum nächsten Schatz. Der... Captain. Klingt, als wären Sie da drin. Aber meinen Sie wirklich, dass es den Ärger wert ist? Wir haben schon jede Menge gegraben und bis jetzt nichts als Schrott und Herzlose gefunden. Schluss jetzt mit dem Jammer! Versuchst du's nichts mehr? Warum gibt's wohl so viele Karten? Derjenige, der den Schatz vergraben hat, will uns in die Irre führen, damit wir den richtigen Schatz nicht finden. Oder er benutzt dich, um Herzlose so gesehen zu erschaffen. Oder an die Oberfläche zu. Oh, dann ist eine der Karten also echt, oder? Ei, und welcher es ist, finden wir nur heraus, wenn wir sie der Reihe nach abklappern. Diese Herzlosen müssen als Wachhunde an den markierten Stellen platziert worden sein. Tja, Captain Hook, legt keiner rein, der Schatz ist mein. Mein, mein! Und jetzt auch zu laufen. Die Dunkelheit wechseln die also. Kusch, kusch. Und jetzt beweg dich, Smee. Ei, ei, Captain. Der bewegt sich aber langsam. Oh, oh, und was ist mit Naseweiß? Hm. Zeigen wir ihr ihr neues Zuhause, diese Lampe. Bitte lächeln, Herr Smee. Nee, what the fuu? Okay, die Küste ist frei. Was heißt die Küste? Ich meine, ich würde sagen, die Luft ist rein und so. Also rein und... Warte einen Moment, ich hol dich da raus. Schön, dass du wohl auf bist. Werden sie es jetzt wütend? Oder auch nicht? Du kommst alleine klar, oder? Ich muss jetzt weiter. Ah, sie ist wütend. Hä? Ist noch was? Wäre schön, wenn sie reden könnte. Das muss ein Teil dieser Karte sein, von der sie gesprochen haben. Er hat sie tatsächlich zerrissen. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Auf diesem Kartenstück ist ein Punkt markiert. Überall, wo sie gegraben haben, waren Herzlose. Und sie haben anhand dieser Karten gegraben.
Vielleicht finde ich noch mehr Herzen, wenn ich diese Ort an diesen Ort nachsehe. Hey, kannst du mir nochmal fliegen helfen? Ich muss an dem Ort nachsehen, der auf der Karte markiert ist. Und warum konnten wir in dem letzten Dings hier einfach mal ohne fliegen? Danke. Hab keine Ahnung. Ich muss jetzt wieder an meine Mission denken. Pass auf, dass dich diese Kerle nicht wieder erwischen, okay? Und ob das gut geht. Tutorial. Ach nee, nein. Gehe an verdächtig markierten Stellen auf der Karte und grabe dort mit deinem Schlüsselschwert. Leider ist die Karte zerrissen und dir fehlt ein Teil. Wo könnte der Rest sein? Irgendwo da, wo der Rest der Karten ist. Verdammt Brabbelbikes. Ich hasse Brabbelbikes, die brabbeln mir zu viel. So. Schattenlicht ist mir gerade egal, das Abzeichen nicht. Ja. Dann heißt es erstmal wieder hier hin. Und endlich bin ich weg vom flackernden Schiff. Ah, das heißt, wir müssen jetzt ehrlich jeden Ort hier abklappern, bis wir vielleicht neue Karten finden und so. Genau. Ui, das haut trotzdem rein. Hätte ich noch den Angriff von vorher, würde es noch mehr reinhauen. Gut, diese Reichweite. Ich mag Reichweite und Luftkombos. Ich wünsche, es gibt eine Kombo. Wo kann man hier graben, bitte? Hä? Ah. Da ist dieser eine dieser Holztruhen, die sie ausgegraben haben. Mal sehen, was für Herzlose erscheinen. Vielleicht der, hinter dem ich her bin. Nein, natürlich ist er der Letzte. Meine Güte. Das kann lang dauern. Hä? Nichts? Gibt es keine Verbindung? Aber warum erschienen die Herzlosen immer, wenn sie die Truhen ausgraben? Außer es ist der Kern rot. Vielleicht steht er in Verbindung mit den Herzlosen. Hm, natürlich, hast du nicht das schwarze Ding um ihn herum gesehen? Die Aura und so. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Mal sehen, was die beiden vorhaben. Ja, und da sind die beiden auch schon. Grab weiter, Herr Smee! Du kannst auch mal selber graben, du Sklavenarbeiter. Ei, Captain! Und das ist unser Ziel. Was? Noch ein Herzloser! Was machen wir jetzt, Captain? Der sieht übel aus. Lauf, Smee! Und wie, Captain? Links, rechts mit deinen Beinen machen und... keine Ahnung. Ja, so ungefähr. Gut, unser Ziel. Super. Musste ja wieder so etwas sein. Ich will den Schwanz wieder aktivieren. Das ist Hauptsache. Oh, wow, wow, verdammt, der kann sich ja auch teleportieren und solche Flammen machen. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Das ist wirklich scheiße. Und ich kann in der Luft hier nicht Luftgrätsche machen, obwohl es Luftgrätsche heißt. Oh nö, und die Dinger verwirren. Das ist nicht wahr, oder? Verdammt, ich kann ja nicht anvisieren, wenn ich verdammt nochmal verwirrt bin. Ich hasse das. Oh Gott. Ja, das kann. Das hat keinen Schaden. Hör auf, dich zu teleportieren, ich bin feiern. Oh, hör auf, dich zu teleportieren. Nerv nicht. Nicht nerven. Weh, du teleportierst dich. Teleportierst dich jetzt nochmal, das ist schön. Oh Gott. Du nervst. Jetzt mal ernsthaft. Du bist schlimmer als jeder andere. Da würde ich doch lieber gleichzeitig gegen drei Lawinen kämpfen. Okay, zwei reichen aber.
Das wird so enden wie diese zwei großen Hunde im Schloss des Biests, aber immer noch besser, als wenn sie ständig teleportieren. Ist ja noch schlimmer als die aus Alice im Wunderland. Oh Gott. Aber wenigstens macht Feuer anständigen Schaden. Und jetzt trifft das Feuer nicht mehr. Oh Gott. Hoffentlich habe ich noch genug Feuer. Oh Gott. Diesmal hast du nicht angegriffen. Das ist... Oh, dieser Boss ist einfach nur nervig. Er ist einfach und nervig. Das ist eine dumme Kombo. Ich hasse solche Kombos. Das Feuer hat jetzt ausnahmsweise mal wieder nicht getroffen. Das ist so klar. Das, ja, sonst wäre er nämlich tot gewesen. Das ist auch so klar. Und jetzt hätte ich auch wieder ein Feuer raufpacken können. Aber nö. Oh, nicht schon wieder. Kannst mal wieder da bleiben. Ich bin Feuer raufpatzen. Ja, es hat getroffen. Keine Schätze. Das finde ich immer noch schade. Die hätten hier ruhig Schätze machen können. Er war es, also. Er ist es, der die ganzen Herzlosen anzieht. Ich weiß nicht warum, aber das ist jetzt auch nicht wichtig. Mission erfüllt. Daumen hoch. Oh Gott, da müssen wir auch noch extra diese paar Meter hier gehen zu diesem Ding. Das ist, finde ich, unnötig. Ich meine, wenn es schon keine Schätze gibt, kann man auch aus sich auch automatisch. So. Eigenartig. Da ist das Loch, das sie gegraben haben, aber es ist kein Herzloser zu sehen. Die Gier dieses Piraten müsste jeden Herzlosen in vielen Meilen Entfernung anlocken. Aha, irgendjemand scheint herumzugehen und sie zu vernichten. Wer auch immer das ist, der ruiniert meinen perfekten Plan. Ich brauche eine neue Strategie. Ach, Carlo. Ich gebe diesem Piraten etwas, worauf er richtig gierig sein kann. Dann rufe ich einen riesigen Herzlosen herbei. Ach Gott, dann gibt's wieder Arbeit für mich. Erstmal wieder alleine oben, Uhrenturm. Exe. Und? Auch Schirm. Und? Was? Okay. Oh nein. Roxas, genau. Sora's Erinnerung. Immer noch. Was ist passiert? Es ist Sora, sein Gedächtnis wurde angehalten. Angehalten? Wenn niemand was unternimmt, wacht er nie wieder auf. Dann mal los, runter mit den Handschuhen. Aber was passiert mit... Diese Niemand sollten, wie du weißt, eigentlich gar nicht existieren, Namine. Ja. Mein Gott, ich krieg auf einmal so wenig Erfahrungspunkte, wie ich das gerade sehe. Was? Nein, ein Nitri. Verdammt, ich brauche aber mehrere. Tag 301. Freier Platz. Freier Platz. Wieso freier Platz? Der Part ist, denke ich, lang genug. Wir machen im nächsten Part weiter. Bis zum nächsten Mal.